Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge bei unserem coolen Retro-Battle. Und zwar sind wir in Woche 2 und haben Alleyway, der gute Retro-Joe hat sich das gewünscht. Super Wunsch an dieser Stelle. Ich habe das als Kind sehr geliebt. Das heißt, es stehen die Wahrscheinlichkeiten vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich nicht so komplett ablose wie bei Mortal Kombat. Die Regeln sind ja einfach, ein Leben, höchste Punktzahl zählt. Man muss keinen Quatsch wie irgendwie Schwierigkeitsgrad einstellen oder sowas. Das Spiel ist sehr simplistisch, war auch eins der ersten Spiele für den Gameboy. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Ja, ist im Prinzip ein Breakout Arkanoid-Klon. Wie immer haben wir natürlich vorher ausgemacht, dass wir möglichst nicht üben. Ich fand damals echt cool, dass da Mario noch in so vielen Sachen immer mit aufgetaucht ist, ne? Also, dass er quasi dieses Raumschiff-Paddel oder wie man es auch nennen will, steuert, ist schon cool. Und ich glaube, alle paar Level ist sogar eine Nintendo-Figur da, die man dann quasi durch die Steine abgebildet denn kaputt machen muss. Aber ich merke gerade, ich laber zu viel. Denn ganz so einfach, wie ich mir es dachte, ist es doch nicht. Später kommen ja noch so Power-Ups, kann man einsammeln. Aber ich glaube, im ersten Level sind die noch nicht. Also ich will zumindest nicht letzter werden. So viel steht fest. Deswegen bin ich gerade etwas auch angespannt, muss ich sagen. Ich hoffe, euch gefällt die Aktion auf jeden Fall. Es tut mir leid, dass ich nicht in die Kamera gucke, aber ich will jetzt nicht durch irgendwelche Späße die Runde jetzt hier verlieren. Wir waren es auch sehr simplistisch natürlich. Die Tonauswahl. Ja, ich muss jetzt die Kugel etwas anschneiden, dass sie mal etwas anders fliegt. Das sind immer so die Tricks, die man dann quasi machen muss. Weil sonst fliegen die ja immer, wie hier gerade, in denselben Winkeln und trifft nichts. So, mal gucken, ob ich das nochmal so schaffe. So. Oder man muss es halt versuchen, gerade so mit der Kante irgendwie die Kugel zu treffen. Ich merke schon, der eine da einzelne oben rechts. Ich glaube, der wird etwas nervig. Ah, oder auch nicht. Dann ist es der andere. Na, trifft er? Nee. Komm. Das ist immer bei diesem Spielprinzip immer so das Nervigste, ne? Den letzten Stein zu treffen. Ah, knapp daneben. Und? Nee, schade. War knapp. Also, wie gesagt, der Soundchip des Gameboys, der wird hier echt quasi komplett... Jawohl! Also, erst Level habe ich schon mal geschafft. Nicht schlecht. Ach, das bewegt sich jetzt, okay. Mal gucken. Das war auch einer meiner ganz ersten Tests irgendwie, die ich damals gemacht habe. Gerade weil ich das als Kind hatte und auch wirklich innig geliebt habe. Ich glaube, so diese frühen Gameboy-Spiele, die hattet viele von euch, ne? So geht es ja zumindest auch vielen bei Fortress of 4 zum Beispiel so. Weil damals gab es noch nicht so viele Spiele und dann hat man sich natürlich auch diese hier mal gegönnt. Wollen wir mal gucken. Also ich peile mal so mindestens 200 Punkte an. Ich weiß natürlich noch nicht, was die anderen an Punkten haben. Aber wenn man da oben auf dieses Bewegende glotzt. Ah, ich wollte gerade sagen, es wäre natürlich super, wenn ich das mal so da drüber boxieren könnte. Sehr schön. Okay, die 200 Punkte habe ich schon mal. Sehr schön. Es läuft, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hoffe ich zumindest. Auch so ein bisschen die Hintergrundmusik hätten sich echt mal gönnen können, oder? Es ist nicht mehr viel. Es kann durchaus sein, dass wir in das dritte Level kommen. Obwohl, wenn ich solche Versprechungen mache, dann kommt der Fall eigentlich meistens relativ zügig. Hey, ich schaffe hier sogar die 300 Punkte anscheinend. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich denke mal, Hauptsache, ich werde nicht letzter, würde ich sagen. Also, sie machen das natürlich sowieso
weil es uns Spaß macht und es ist jetzt nicht so der also schon natürlich ein Wettbewerb in der Hinsicht, aber es ist jetzt nicht der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund. Es ist so eigentlich so wie für die Lushis, Hauptsache alle haben Spaß. Aber zumindest mal eine Runde zu gewinnen, wäre natürlich nicht verkehrt. Na komm, komm. Jawohl. Level 3. Immerhin. Immerhin. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Stages irgendwie mehr Variation hatten. Weil das ist ja quasi 1 zu 1 jetzt die erste. Komisch. Aber hey. Ah, okay. Wir wollten gerade sagen, irgendwas werden sie sich ja wohl ausgedacht haben. Das heißt, wir haben quasi eine Art Zeitlimit. Ja, komm. Oh, bleib doch oben. Bleib doch oben. Ja, und. Di. Obwohl dieses Pling ist echt hochgepitcht, ne? Ich spiele es natürlich gerade auf dem Emulator zum Aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so auf den normalen Gameboy auch so schrill war. Aber dieses Plum haben sie geil gemacht, oder? Das klingt so richtig so substanziell irgendwie. Also komplett kacke stelle ich mich hier, glaube ich, nicht an. Da habe ich meinen Mund gar nicht allzu groß genommen. Das sieht es bei anderen Spielen wahrscheinlich ja komplett anders aus. Komm. Komm, Stage 4 habe ich Bock drauf, komm. Jawohl. Man merkt, die Decke kommt jetzt immer schneller runter. Oh, komm. Ah, okay. Ach, die haben sich quasi... Genau, das meine ich mit der Bonus-Stage. Die sind quasi wie die Mario-Charaktere. Jetzt kann ich natürlich hier ordentlich Punkte einsammeln. Und ich habe vorher nicht geübt. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich gerade. Das auf jeden Fall. Komm. Ah, komm hier. Ich will es natürlich jetzt nicht groß auf Risiko gehen und weil dieses Kugeln anschneiden, was ich meinte, das hat natürlich immer so ein bisschen was mit Risiko zu tun, ne? Weil man muss dann gerade das mit der Ecke die Kugel treffen oder sowas. Und naja, gut, wie gesagt, das ist halt risikoreich, aber wollen wir mal gucken. Jawohl, sehr schön. Ich denke, das habe ich nicht alles, aber einiges aus der Bonus-Stage auf jeden Fall rausgeholt. Für 790 Punkte. Also so ganz verkehrt ist es, glaube ich, nicht. Mal gucken. Ich hoffe, ich töne jetzt gerade raus rum und die anderen, die ziehen mich jetzt wahrscheinlich jetzt komplett ab. Aber ich hatte doch im Kopf, dass es hier doch auch so Boni gab oder habe ich das falsch im Kopf? Und also viele von diesen haben ja zum Beispiel von dieser Art von Spielen, wovon es ja wirklich gefühlt Hunderte gibt. Die haben dann halt sowas, dass man zum Beispiel das Paddel größer wird oder dass man schießen kann, die Blöcke abschießen kann und so weiter. Der war geil. Der war schön. Bim. Hey, krieg. Oh. So viel zu dem Thema, ne? Jetzt habe ich ein kleines Paddel. Habe ich kurz nicht aufgepasst. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was eingesammelt habe. Kleines Paddel, aber keine Vorteile, weil schießen kann ich nicht. Uncool, aber das schaffen wir trotzdem, würde ich sagen. Oh, das war knapp, aber könnte genau richtig, jawohl. Und nochmal, genau, Horn, komm. Hau die weg, komm. Bang. So, noch 3, 2. Ah, ich dachte, der trifft eventuell den Höhe oben. Und, naja. Ich und Linien verfolgen, ne? Das wird heute, glaube ich, nichts mehr. Ding, ding. Ja, okay, jetzt brauchen wir nur noch den in der Ecke. Mal gucken, ob wir den so irgendwie hinkriegen. Und, ah.
Ganz knapp. Ganz knapp. So. Es ist natürlich ein relativ langsamer Zyklus drin. Und? Ah! Jetzt? Jetzt? Oh. Kinders. Jawohl! Sehr schön. Ich glaube, die 1000 können wir hinkriegen. Die 1000 ist gar nicht so unrealistisch. Gucken wir mal. Ach, das ist stimmt. Das waren immer diese quasi zwischen diesen Bonus-Level. Das waren quasi immer Variationen davon. So, schauen wir mal. Ja, doch, also 1000 Punkte möchte ich gerne haben. Das sieht momentan so aus, als ob ich das einigermaßen hinbekommen würde. Ich hatte komischerweise schon vor dem Spiel so etwas Respekt, weil da passt man kurz mal nicht auf mit der Kugel. Ich bin auch normalerweise nicht sehr gut in dieser Art von Spielen, muss ich gestehen. Block. Dück. Block. Und? Jawohl. Jawohl, wir haben die 1000 geknackt. Sehr schön. Sehr schön. Wie gesagt, entschuldigt, wenn ich hier in dieser Serie nicht so oft in die Kamera gucke. Aber ich möchte nichts riskieren. Nichts riskieren. Aber so langsam läuft. Läuft. Das war knapp. Ja, leider bietet der Emulator so ein paar grafische Glitches, obwohl ich weiß gar nicht, ob das auf dem Gameboy vielleicht auch... Da ist es passiert. Da haben wir es. 1063 Punkte. Ich würde mal sagen, so ganz schlimm war es eigentlich nicht, oder? Also, guckt denn morgen bei dem nächsten rein. Es freut mich, dass ihr reingeschaltet habt und ich hoffe, ihr verfolgt das Projekt weiter. Macht's gut, ihr fantastischen Menschen. 1063 ist, denke ich mal, solide. Macht's gut. Tschüss.